Fast 28 Jahre nach dem Debüt der Tomb Raider-Spielreihe erwarten uns pünktlich an Lara Crofts Geburtstag, dem 14. Februar im nächsten Jahr, die ersten drei Games in ganz neuem Glanz. Aus diesem Grund schauen wir heute zurück auf die Anfänge und Ursprünge von Tomb Raider, Lara Croft und den Schauplätzen ihrer ersten Reisen. Im Oktober 1996 kam das erste Tomb Raider-Spiel auf den Markt, etwa ein Jahr nach Veröffentlichung der ersten PlayStation. Obwohl man denken könnte, dass Sony und Eidos zusammenarbeiten wollten, lehnte Sony das Spiel zunächst ab und sagte, es entspräche nicht ihren Qualitätsstandards. Doch nach einigen Anpassungen wurde das Spiel schließlich genehmigt und konnte nur zwei Wochen nach seinem erfolgreichen Sega Saturn-Debüt auch auf Sonys Konsolen gespielt werden. Tomb Raider war ein echtes Phänomen, beeindruckte Spieler mit seiner 3D-Welt, kniffligen Rätseln und der faszinierenden Protagonistin Lara Croft. Das Spiel prägte das Action-Adventure-Genre und setzte Maßstäbe für Grafik und Gameplay. Fast unglaublich, dass das Entwicklerteam bei Core Design, einer Tochtergesellschaft von Eidos, aus nur 6 Leuten bestand. In nur 3 Jahren wurde das Spiel entwickelt. Und alles begann mit 16.000 US-Dollar der Großmutter von Jeremy Smith, einem der Mitglieder des Entwicklerteams. Tomb Raider war damals ein technisches Wunderwerk und legte den Grundstein für zukünftige Spiele seiner Art, trotz des kleinen Teams und der damaligen Herausforderungen in der Entwicklung. Die Grafik im Original Tomb Raider war damals bahnbrechend. Heute wirkt sie ziemlich grob. Das 3D-Modell von Lara Croft bestand nur aus wenigen hundert Polygonen. Klingt vielleicht viel, aber heute erreichen Entwickler einen viel höheren Detailgrad in ihren Charakteren. Im Reboot von 2013 bestand Laras Modell aus über 40.000 Polygonen. Laras Zopf musste im ersten Modell entfernt werden, weil er bei den akrobatischen Bewegungen nicht richtig funktionierte. Gavin Rumery, der Programmierer der ersten Spiele, sagte dazu, es war eher so, als hätte sie einen elektrischen Aal an ihrem Kopf, der ein Eigenleben führte. Die Entwicklung des Spiels begann im Jahre 1993. Das ursprüngliche Tomb Raider trug die meisten seiner Einflüsse offen zur Schau. Und von all diesen Einflüssen war die Indiana Jones Filmreihe wohl der größte. Tatsächlich hatten die Entwickler ursprünglich das Spiel anfangs mit einem männlichen Protagonisten konzipiert. Der leitende Grafikkünstler Toby Gard durchlief etwa 5 Entwürfe, bevor er zum endgültigen Aussehen des Charakters kam. Zunächst hatte er einen männlichen Hauptcharakter mit einer Peitsche und einem Hut vorgestellt. Jeremy Smith befürchtete jedoch rechtliche Klagen und forderte mehr Originalität. Gard entschied, dass ein weiblicher Charakter aus gestalterischer Sicht besser funktionieren würde. Er nannte unter anderem Virtua Fighter als Einfluss. Gard bemerkte, dass die Spieler fast jedes Mal eine der beiden verfügbaren weiblichen Figuren auswählten, wenn er Menschen beim Spielen beobachtete. Zudem äußerte er den Wunsch, gegen stereotypische weibliche Charaktere zu kontern. Anfangs war man einer weiblichen Hauptrolle skeptisch gegenüber, da diese nur wenige zeitgenössische Spiele innehatten. Jedoch kam man zu der Ansicht, dass eine weibliche Hauptfigur auch ein großer Anreiz sein könnte und vertraute schließlich auf Gards Idee. Inspiriert von der Popkünstlerin Nene Cherry und der Comicfigur Tank Girl experimentierte Gard mit verschiedenen Designs. Er entschied sich schließlich für eine robuste südamerikanische Frau mit einem Zopf namens Laura Cruz. Die Eidos-Geschäftsleitung bevorzugte jedoch einen UK-freundlicheren Namen. Dieser wurde schließlich in einem englischen Telefonverzeichnis in Derby gefunden, wo die Core-Design-Entwickler ansässig waren. Zusammen mit der Namensänderung wurde auch die Hintergrundgeschichte des Charakters geändert, um einen britischen elitären Ursprung einzubeziehen. Die Aristokratin wurde entweder am 14. Februar 1967 oder 68 geboren, wobei in manchen Quellen auch der 25. Dezember 1969 angegeben wurde. Ihr Geburtsort war England. Lara ist die Tochter von Lord Richard Croft. Schon in ihrer Jugend begann die Engländerin ihre archäologischen Abenteuer und unternahm ihre erste Expedition nach Kambodscha, begleitet von ihrem Freund und Mentor Werner von Croy. Sie verbrachte ihre Kindheit und Schulzeit an verschiedenen renommierten Bildungseinrichtungen von ihrem 3. bis zu ihrem 21. Lebensjahr. Gard war darauf bedacht, den Charakter realistisch zu animieren, eine Eigenschaft, die er damals in der Branche vernachlässigt sah.
Er opferte schnelle Animationen zugunsten flüssiger Bewegungen, weil er glaubte, dass sich die Spieler leichter mit dem Charakter identifizieren würden. Die Größe der Brüste gehen auf einen Unfall zurück, bei dem diese versehentlich um 150% expandiert wurden. Der Rest des Teams wollte die Änderung jedoch beibehalten. Die klassische dreieckige Form war mit der damaligen Technik und den begrenzten Möglichkeiten einfach nicht zu vermeiden. Toby Gard galt lange als das kreative Genie hinter Lara Croft, verließ Core Design aber noch vor Veröffentlichung des zweiten Teils. Vor allem nach einem Streit über die zusätzlichen Aufwertungen von Lara Croft. Mit der Art und Weise, wie sie nach der Veröffentlichung von Tomb Raider vermarktet wurde, war er nicht einverstanden, da diese nicht der Figur entsprach. Die Fans waren glücklich, als Gard schließlich zu Tomb Raider Legend und Tomb Raider Underworld zurückkehrte, was eine neue Phase für das Franchise einläutete und wirklich von seinem einzigartigen Blickwinkel und seiner Anleitung profitierte. Lara Croft war nicht nur ein Videospielcharakter. Sie wurde zu einer kulturellen Ikone. Mit ihrer starken Persönlichkeit, ihrem Selbstvertrauen und ihrer Unabhängigkeit brach sie Stereotypen über die Darstellung von Frauen in Videospielen zu dieser Zeit. Lara war Abenteurerin, die sich in gefährliche Situationen begab und mehr als nur einmal sich selbst und die Welt rettete. Ihre ikonische Kleidung, bestehend aus kurzen Hosen, Stiefeln und einem türkisen Tanktop, prägte sich schnell in vielen Köpfen ein und verlieh ihr einen einzigartigen Wiedererkennungswert. Mitte der 90er Jahre hatten nur sehr wenige Videospiele weibliche Hauptfiguren, wodurch Lara Croft in einem von Männern dominierten Bereich einzigartig war. Intelligent, stark, sportlich und unabhängig. Lara war eine Figur, die sowohl von Männern als auch von Frauen gerne gespielt wurde. Und ihre lebendige Persönlichkeit und ihre Eigenschaften machten sie schließlich zu einem Symbol, das weit über die Videospielindustrie hinausging. Werbung für verschiedene Marken, Musikvideos, Lara war überall. Sie war die erste nichtmenschliche Person, die im The Face-Magazin erschien, Englands wichtigsten Lifestyle-Magazin seit 1980. Lara passte vollständig zu den kulturellen Phänomenen der 90er Jahre. Sie war cool, benutzte zwei Waffen wie Helden in Actionfilmen, war vornehm, attraktiv und schlagfertig. Am 16. Juli 1945 findet in Los Alamos, New Mexico, im Rahmen des geheimen Manhattan-Projekts die erste erfolgreiche Sprengung einer Atombombe statt. Dieses Projekt wurde während des Zweiten Weltkrieges von den USA gestartet, um basierend auf der Kernspaltung von Otto Hahn und Fritz Strassmann im Jahr 1938 eine Atombombe zu entwickeln. Durch die massive Explosion wird ein antikes, kreisförmiges Gerät mit seltsamen Symbolen unter der Erdoberfläche freigegeben. Zudem öffnet die Explosion des Tests das Gerät und weckt ein Wesen aus dem Kälteschlaf. Die erste erfolgreiche Zündung einer Atombombe im Rahmen des Manhattan-Projekts war übrigens bekannt als der Trinity-Test. Schon mein Leben lang, seit ich denken kann, war immer Trinity irgendwie beteiligt. In einer Hotellobby in Kalkutta in Indien im Jahr 1996 begegnen wir zum ersten Mal Lara Croft. Ein Mann wirft ihr eine Zeitung mit der Schlagzeile »Lara Croft besiegt Bigfoot« auf den Tisch. Während dieser Mann namens Larsen Conway uns noch völlig unbekannt ist, hat Lara ihn bereits zuvor getroffen. Mädchen, du siehst ja heute wieder aus wie gemalt. Ah, der charmante Mr. Larsen. Larsen wurde 1967 in Little Rock, Arkansas, USA geboren. Nach seiner Zeit in der US-Armee, in der er aufgrund seines niedrigen Intelligenzquotienten nicht als Offizier anerkannt wurde, wurde er Söldner in Nicaragua und arbeitete inoffiziell für die US-Armee. Dort traf er Pierre Dupont, der ebenfalls inoffiziell an einer Ausgrabung beteiligt war. Im Jahr 1989 arbeiten Larsen und Pierre in Rom zusammen, um den Stein der Weisen zu finden. Während einer Opernaufführung versuchen sie, Lara auszutricksen, um einen weiteren Stein gegen Geld einzutauschen, werden jedoch von ihr überlistet. Lara entkommt dem Opernhaus, wird aber weiter von Larsen und Pierre verfolgt. Nachdem sie drei weitere Steine gesammelt hatte, um das Tor zum Stein der Weisen zu öffnen, konfrontiert Larsen sie schließlich. Es kommt zu einem Kampf vor dem Steintor, bei dem Larsen von Drachenköpfen, die aus dem Tor auftauchen, verletzt wird. Trotz Laras Warnungen glaubt er ihr nicht und wird schließlich von der Kreatur durch den Park geworfen, überlebt dies aber offenbar. Larsen, hinter dir! Ich bin ja vielleicht blöd, aber nicht so blöd, zweimal drauf reinzufallen. Nein, ehrlich, hinter dir!
Hinter dir! Hinter dir! Larsen wird als etwas dümmlich dargestellt, was Pierre darauf zurückführt, dass Larsen irgendwann in seinem Leben von einem Pferd ins Gesicht getreten wurde. Idiot! Idiot! Was willst du, blöder Cowboy, mit dieser hirnlosen Ballerei erreichen, ha? Nix hirnlos. Wollen wir sie etwa nicht mehr umbringen, oder was? Du wurdest am Kopf getreten von einem Pferd, Weir? Und seither hat dein Gehirn malalatiert, ja? Woher wissen Sie davon? 7 Jahre später will Larsen Lara aber nicht mehr töten. Zumindest im Moment noch nicht. Sondern übermittelt ihr einen Auftrag von Jacqueline Nadler. Nadler ist eine wohlhabende Geschäftsfrau und die Eigentümerin von Nadler Technologies mit Sitz in Seattle, USA. Bei der ursprünglichen Veröffentlichung von Tomb Raider wurde der genaue Standort des Hauptsitzes von Nadler Technologies nicht im Spiel festgelegt. Erst bei der Veröffentlichung des Spiels auf dem Nokia N-Gage im Jahr 2003 wurde der Standort des Gebäudes in Seattle enthüllt. Es ist unbekannt, welche Arten von technologischen Produkten das Unternehmen herstellt. Aber es ist wahrscheinlich, dass sie Laptop-Computer und tragbare Landkarten entwickeln. Auch Nadlers Botschaft wird Lara per Live-Übertragung auf einem Laptop des Unternehmens überbracht. Ursprünglich sollte Nadler Technologies in Tomb Raider eine größere Rolle spielen. Lara sollte eine tragbare Landkarte des Unternehmens bei sich haben. Mit guter Bezahlung lässt Lara sich allerdings nicht locken. I'm sorry. I only play for sport. Dennoch kann sie die Einladung nach Peru nicht ablehnen. Majestätische Bergketten, steile Wände, blankes Eis, wilde Felsklüfte, heulende Winde und dann auch noch der Skion. Ein uraltes Artefakt, tief im verlorenen Grab des Qualopex, einem ehemaligen Herrscher von Atlantis verborgen. Das will Nadler haben. Atlantis ist eine legendäre Insel oder Zivilisation, die in den Schriften des antiken Philosophen Platon erwähnt wird und angeblich vor langer Zeit im Atlantischen Ozean existierte, bevor sie im Meer versank. Die Abreise in die Anden in Peru startet bereits am nächsten Tag. Lara reist mit einem einheimischen Begleiter in die verschneiten peruanischen Anden und erreicht ein massives Steintor. Sie klettert an dessen Spitze und entdeckt einige antike Symbole, von denen eines das Tor öffnet. Dahinter wartet ein Rudel wilder Wölfe, das auf ihren Begleiter, der am Boden geblieben ist, zustürmt und ihn angreift. Obwohl Lara schnell ihre beiden Pistolen zückt, um die Wölfe zur Strecke zu bringen, kann sie den Mann nicht retten und betritt die Kaverne alleine. Das Wort Kaverne kommt vom lateinischen caverna, was Höhle oder Hohlraum bedeutet. Diese Kaverne scheint ein versteckter Tempel oder eine Kultstätte gewesen zu sein, die von einer alten Zivilisation in den Anden erbaut wurde, vermutlich von den Inka. Die Inka, auch als Inka-Zivilisation bekannt, waren eine indigene Kultur in Südamerika, die vom 13. bis zum 16. Jahrhundert existierte. Sie regierten ein ausgedehntes Reich, das mehr als 200 ethnische Gruppen umfasste. Ihr Einfluss erstreckte sich von Ecuador bis nach Chile und Argentinien, was einem Gebiet entspricht, das größer war als die Strecke vom Nordkap bis nach Sizilien. Das Zentrum ihres rituellen, administrativen und kulturellen Lebens war die Hauptstadt Cusco im heutigen Peru, die sich im Hochgebirge befand. Ursprünglich bezeichnete der Begriff Inka einen Stamm, der sich selbst als Nachkommen des Sonnengottes Inti betrachtete und die Umgebung von Cusco besiedelte. Die verschiedenen Fallen könnten dazu gedient haben, Eindringlinge fernzuhalten und den heiligen Ort zu schützen. Sie könnte auch als ein wichtiger Verbindungstunnel durch die schwierig zu überquerenden Anden gedient haben, der verschiedene Bereiche miteinander verband. Die Brücken über dem Abgrund und die vielen Türen und Hebel könnten Teil eines komplexen Systems gewesen sein. Ingenieure und Baumeister der Inka erbrachten beeindruckende Leistungen, trotz begrenzter Technologie. Beispiele dafür sind die 28 Meter lange Hängebrücke Quichua-Hakka über dem Rio Apurimac. Auf diesen Straßen und Tunneln der Inka liefen die Jaxi, Stafettenläufer, die Nachrichten über bis zu 240 Kilometer an einem Tag weitergaben. Das Inka-Straßennetz erstreckte sich über etwa 40.000 Kilometer, was größer war als das römische Straßennetz. Alles wurde zu Fuß erledigt, da Reittiere unbekannt waren und Räder im Alltag nicht verwendet wurden. Die Architekten bauten aus massiven Granitsteinen, die sie verwinkelt und nahezu nahtlos zusammenfügten, sodass sie Erdbeben standhielten. Einige der Symbole, die Lara entdeckt, erinnern zudem an die Chimo-Kultur. Diese war von 1250 bis 1470 aktiv. In ihrer Blütezeit erstreckte sich ihr Einfluss im Norden bis zur Grenze von Ecuador und im Süden bis Lima.
Die Hauptstadt Chanchan war zu ihrer Hochzeit vermutlich Heimat für mehr als 100.000 Menschen und galt als die größte Stadt in ganz Südamerika. Im Jahr 1470 wurde der letzte König, Minchan Caman, von dem Inka-Herrscher Tupac Yumpanqui besiegt. Dadurch wurde das Chimo-Reich erobert und in das Inka-Reich integriert. Vermutlich übernahmen die Inka manche organisatorischen Elemente, zum Beispiel die rechtwinklige Stadtplanung und verschiedene Handwerkstechniken von den Chimu. Lara öffnet schließlich ein großes Steintor und lässt die Kavernen voller Wölfe und Pfeilfallen hinter sich und entdeckt hinter dem Tor die versiegelte Stadt Vilcabamba. Hier ließ Qualopec sich einst nieder. Vilcabamba setzt sich aus den Wörtern Vilca für heilig und Pampa, was Ebene bedeutet, zusammen. Was zusammen also so viel wie heiliges Land bedeutet. Das Dorf Vilcabamba gilt als der letzte Rückzugsort der Inka in Peru nach der Eroberung ihres Reiches durch die Spanier. Im 16. Jahrhundert leistete der Inka-Herrscher Manco Capac II. Erbitterten Widerstand gegen die spanischen Eroberer. Er floh mit einigen Anhängern in das entlegene Vilcabamba und setzte den Kampf gegen die Spanier fort. Nach seinem Tod im Jahr 1544 folgten ihm seine beiden Söhne und hielten die Unabhängigkeit von Vilcabamba trotz der Bedrohung durch die Spanier aufrecht. Schließlich eroberten die Spanier Vilcabamba am 24. Juli 1572, nachdem die Inka ihre eigene Stadt niedergebrannt hatten, um sie vor den Spaniern zu schützen. Tupac Amaru, der letzte Inka-Herrscher, wurde gefangen genommen und hingerichtet. Vilcabamba blieb lange verschollen und wurde erst in den 1960er Jahren durch amerikanische Luftbildaufnahmen entdeckt. Lara stößt auf winzige, charmante Hütten, die mit Heubetten, handgefertigter Keramik und Tierfellen für Teppiche und Kleidung ausgestattet sind und einen Brunnen mit glasklarem Wasser. Das klare Wasser diente vermutlich als lebenswichtige Trinkwasserquelle und zur Bewässerung der umliegenden Felder, die die Inka mit Hilfe komplexer Bewässerungssysteme für ihre Landwirtschaft nutzten. Es war ein Symbol für Leben und Fruchtbarkeit. Auch hier könnten aber vor der Herrschaft der Inka die Chimo ihre Finger im Spiel gehabt haben. Denn um die Wasserversorgung zu gewährleisten, errichteten sie ein Netz von Kanälen, um Wasser aus Bergflüssen aufzufangen und es zu verschiedenen Stellen zu leiten, oft über Entfernungen von bis zu 100 Kilometern. Dies ermöglichte die Bewirtschaftung von trockenen Tälern und sorgte für ausreichende Nahrungsmittelversorgung. Aber auch die Inka hatten ein komplexes Bewässerungssystem. Dieses funktionierte allerdings etwas anders. Über die Jahrhunderte hinweg haben die Bewohner des Hochgebirges fast alle geeigneten Hänge in bewohnten Gebieten terrassiert und mit Bewässerungskanälen versehen, um eine große Bevölkerung zu ernähren und Hungersnöte zu verhindern. Sie nutzten präzise aus dem Felsen geschlagene kreisrunde Vertiefungen unterschiedlicher Tiefe, um die durchschnittliche Wassermenge und deren Verdunstung exakt zu messen. Neben genauer Beobachtung des Wetters lieferte ihnen diese Methode auch Informationen über Windmuster und bevorstehende Unwetter. Lara findet schließlich einen Schlüssel, mit dem sie das Tor öffnen kann, und einen goldenen Götzen. Durch das Tor gelangt sie zu einem Tempel. Die Stämme zeigten ihre unerschütterliche Treue, tiefe Demut und aufrichtige Verehrung, indem sie im gesamten Reich der Inka zahllose heilige Stätten und Tempel für die Sonne errichteten. Lara macht sich die Mechanismen des Tempels zu eigen und öffnet erst die rechte und schließlich die mittlere Tür, durch die sie ihre Reise fortsetzt. Dort setzt sie den goldenen Götzen ein, um die letzte Tür zu öffnen. Lara findet sich in einem grünen Tal wieder, durch das ein reißender Fluss fließt, der in einen Wasserfall mündet. Das verlorene Tal ist ein viel größerer Bereich als seine peruanischen Vorgänger. Es wurde scheinbar hinter dem Tempel Vilcabambas versiegelt und ist deutlich karger und unberührter von Menschen. Die Inka haben einen Damm für den Wasserfall des Gebiets gebaut, offenbar um den Weg zu Qualopecs Grab freizumachen oder zu versperren. In der Vorstellung der Inka ruhte die Erde, genannt Pachamama, auf dem Meer, genannt Mamacuca, das die Unterwelt repräsentierte. Über der Erde erstreckten sich der Himmel und die Berge. Diese Berge galten als Verbindungsglieder zwischen der Unterwelt, der Erde und dem Himmel und wurden als die Brüste der Erdgöttin Pachamama angesehen. Das Wasser des Titicacasees, der als Zentrum der Welt betrachtet wurde, wurde in diesem Glauben als das Wasser des Ozeans unterhalb der Erdoberfläche gesehen. Ebenso wurden die Bergseen als Manifestationen des unterirdischen Ozeans betrachtet. Wasserfälle, Bäche und Flüsse wurden in dieser Glaubensvorstellung als die Adern der Berge interpretiert und stellten gleichsam die Milch Pachamamas dar. Während Lara sich an diesem heiligen Ort umsieht, findet sie verstreute Überreste von antikem Handwerk.
eine alte Zahnrädermaschine, die den Damm betreibt, und einige karge Bauten neben dem Wasserfall. Lara muss nun 3 Zahnräder finden, um die Maschinerie wieder zum Laufen zu bringen. Während sie Vilcabamba immer weiter hinter sich lässt und tiefer in die Berge vordringt, entdeckt Lara eine kleine Oase mit tropischem Klima. Hier leben einige Velociraptoren und ein Tyrannosaurus Rex, die das Massenaussterben der Dinosaurier überlebt haben. Wie sie den Einschlag des Meteoriten vor etwa 66 Millionen Jahren, der sich nur etwa 4000 Kilometer Luftlinie entfernt auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan ereignete, überlebt haben, ist nicht ganz klar. Die Wucht des Einschlags führte damals zu gewaltigen Umwälzungen und einer enormen Freisetzung von Energie. Dies hatte verheerende Auswirkungen auf das Klima der Erde, einschließlich extremer Temperaturschwankungen und einem dramatischen Anstieg des sauren Regens. Diese Veränderungen führten zu einem abrupten Massenaussterben, bei dem nicht nur die Dinosaurier, sondern auch viele andere Arten von Lebewesen auf der Erde ausgelöscht wurden. Vielleicht ist das aber auch das erste Zeichen, wie mächtig das Artefakt ist, welches Lara aufspüren soll. Denn je tiefer man in die Geschichte von Atlantis und dem Skion eintaucht, umso klarer wird, wie viel Macht diese Zivilisation gehabt haben muss. Möglicherweise war es ihnen mit dem Skion möglich, DNA zu verändern oder längst ausgestorbene Wesen wieder zum Leben zu erwecken. Vielleicht machte das Experimentieren mit der Evolution sie so viel überlegender als die restliche Bevölkerung zu dieser Zeit. Zudem ist es möglich, dass die Inka die Existenz der Dinosaurier bewusst geheim und geschützt gehalten haben, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Vielleicht haben die Einwohner Vilcabambas ihre Stadt deshalb lieber niedergebrannt, anstatt sie den spanischen Eroberern zu überlassen. Lara macht sich jedenfalls nicht viele Gedanken darüber, welches Wunder sie gerade ausgelöscht hat, und verwendet die gesammelten Zahnräder, um den alten Inka-Damm zu schließen, was ihr den Zugang zum Grab von Qualopec ermöglicht, welches wahrscheinlich aus gutem Grund hinter dem Wasserfall des verlorenen Tals versteckt ist. Der Stein ist von einer verwitterten Karmesinfarbe und die Räume bestehen aus gemeinen Fallen und Barrieren, die Qualopecs Thronsaal unpraktischerweise schützen. Lara startet in einem Gang, betritt einen großen Raum und geht als erstes in den direkt gegenüberliegenden Gang. Als sie die Rampe ein Stück hinaufgeht, rollt eine große Steinkugel auf sie zu. Schnell weicht sie aus, um der Falle zu entkommen. Doch der Weg zum Grab ist nun versperrt. In der Eingangshalle schauen 4 große Statuen auf Lara herab, die stark an die Atlanten von Tula erinnern. Die Atlanten von Tula sind beeindruckende, riesige Steinskulpturen einer präkolumbischen Kultur, die in Tula in Mexiko entdeckt wurden. Diese Skulpturen stellen Krieger oder Götter dar und sind bekannt für ihre ikonischen Schmetterlingsbrustpanzer. Diese entstanden noch 200 Jahre vor der Herrschaft der Inka. Lara muss nun 3 Schalter finden, die jeweils von einer Reihe tödlicher Fallen geschützt sind, und öffnet so die 3 Tore zur Begräbniskammer von Qualopec. Dort findet sie den atlantischen Herrscher immer noch auf seinem Thron sitzend, seine beiden Wachen mumifiziert neben ihm. Auf einem Sockel in der Mitte des Raumes liegt das Stück des Skions, nach dem Lara gesucht hat. Lara erfährt, dass Atlantis von einer Tragödie heimgesucht wurde. Daraufhin führte Qualopec sein Volk nach Peru in Südamerika und versuchte dort, seine Zivilisation wieder aufzubauen. Als er starb, wurde er unter der Stadt Vilcabamba begraben, geschützt von seiner mumifizierten persönlichen Leibwache und verschiedenen Fallen. Das Entfernen des Skions löst die letzte Falle aus, denn das Grab um sie herum beginnt auseinanderzufallen. Lara vermeidet die herabfallenden Trümmer und rennt zurück ins verlorene Tal, wo sie feststellen muss, dass Larsen geschickt wurde, um ihr das Stück des Skions abzunehmen. Er greift sie an, aber Lara schafft es, ihn zu überwältigen. Larsen enthüllt, dass es weitere Teile des Skions gibt und dass Pierre Dupont geschickt wurde, um diese zu finden. Larsen versucht vergeblich, seine Waffe wieder zu erlangen, aber Lara hat die Oberhand und tritt ihn bewusstlos. Sie lässt ihn zurück und macht sich auf den Weg zum Hauptquartier von Nadla. Nach ihrer Konfrontation mit Larsen in Peru hegt Lara Zweifel an den Absichten ihrer Auftraggeberin Jacqueline Nadler. Lara bricht in die Zentrale von Nadler Technologies ein, wo sie das Tagebuch eines Mönchs findet. 1573 zog ein Mönch mit seinen Brüdern in das Kloster St. Francis Folly in Griechenland um. Währenddessen hielt er einige kursierende Gerüchte in seinem Tagebuch fest. Es handelte sich um Gerüchte über den Herrscher von Atlantis, Teokan, der angeblich unter ihrem Kloster mit seinem Teil des atlantischen Skions begraben war. Der Mönch schien bereits mit der Geschichte des Skions und den Herrschern von Atlantis vertraut zu sein.
Dieses Artefakt wurde einst unter den drei Herrschern aufgeteilt und verlieh enorme Macht, die sogar die des Schöpfers übertrifft. Er fühlte sich von der Möglichkeit angezogen, dass ein Teil des Gions so nah bei ihm lag. Fasziniert, aber gleichzeitig von Schuldgefühlen geplagt. Weshalb er versuchte, diese Gedanken zu unterdrücken. Es ist unbekannt, ob er damit erfolgreich war oder ob er sich doch noch, ohne Erfolg, auf die Suche begab. Lara reist also nach Griechenland zum Kloster St. Francis Folly. Dieses hat seine Inspiration wahrscheinlich durch die Meteora-Klöster in Kalambaka in der griechischen Region Thessaloniki. Im 11. Jahrhundert ließen sich die ersten Mönche in dieser Region nieder. Während des späten Mittelalters, etwa im 14. Jahrhundert, begannen die Mitglieder des Ordens dann, Klöster an den unwegsamsten Orten zu errichten, die nur sehr schwer zugänglich waren. Die Felsen, die heute von Straßen und Wegen durchzogen sind, waren damals glatt und unzugänglich. Die Mönche transportierten Baumaterialien mit Hilfe eigener Aufzüge und Seile nach oben und gelangten über Strickleitern selbst zu den Baustellen. Auch St. Francis Folly befindet sich auf dem Gipfel eines großen Berges und das anfänglich kleine Gebäude ist mit einer säulengestützten Halle verziert. Warum es nach dem heiligen Franziskus benannt wurde, ist unbekannt. Der heilige Franziskus von Assisi war ein italienischer Mönch und Ordensgründer im 12. und 13. Jahrhundert, der für seine tiefe Verehrung und Liebe zu den Armen bekannt ist. Er wurde ca. 1181 geboren und starb 1226. Aber wir lernen nun auch endlich Pierre Dupont kennen. Lara findet Pierres verlassenes Lager draußen, komplett verschmutzt mit weggeworfenen Lebensmittelkonserven. Pierre Dupont wurde in Frankreich geboren. 1989 arbeitete er mit Larsen zusammen, um an den Stein der Weisen zu gelangen. Das Abenteuer führt Lara und Pierre schließlich ins Kolosseum in Rom. Dort rutscht Lara einen Vorsprung hinunter und droht in den Abgrund zu fallen und Pierre steht direkt über ihr. Sie stimmt zu, ihn nicht anzufassen, wenn er ihr hilft, dieser misslichen Lage zu entkommen. Erschrickt diesen jedoch, sobald sie wieder festen Boden unter den Füßen hat, sodass Pierre selbst von der Kante stürzt. Der Stein? Also wirklich, Miss Croft, Sie haben mir Ihr Wort gegeben. Nun kommen Sie schon, Lara. Lara, Sie haben mir versprochen. Puh. Würden Sie es vielleicht über das Erz bringen, mir rauszuhelfen? Ich scheine hier abzurutschen. Das würde ich ja lieben, gern, Pierre, aber das wäre gegen unsere Vereinbarung. Vereinbarung? Na, dich nicht anzurühren, schon vergessen, Dummerle. Na egal, ich bin sowieso spät dran, ich muss weg. Aber ich... Wie er den Sturz in die Tiefe überlebt hat, ist unklar. 1996 wird Pierre von Jacqueline Nadler angeheuert, um den zweiten Teil des Gion-Artefakts in Griechenland zu finden. Allerdings ist Lara ihm auf den Fersen und er versucht mehrmals, sie zu töten. Während er in Rom noch ein vorsichtigeres Auftreten hat und sich nicht zu viel zeigt, hat er nun ein sorgloseres Erscheinungsbild. So ist seine Weste deutlich abgenutzter und schmutziger. Und er besitzt eine sehr starke Besessenheit, Lara zur Strecke zu bringen. Die Ereignisse in Rom scheinen ihn geprägt zu haben. Das eigentliche Geheimnis von St. Francis Folly ist tief, tief unter dem offensichtlichen Gebäude verborgen. Während Lara das Kloster erkundet, vertreibt sie Pierre und entdeckt einen Zugang zu einer antiken Kammer. Diese besteht aus mehreren eingestürzten Stockwerken mit je einem Zugang zu vier weiteren Räumen. Einen für Atlas, Neptun, Thor und Damokles. In jedem dieser Räume findet sie einen Schlüssel. Der Raum des Damokles ist ein kleiner Bereich, der zur Seite abgeht und zerbrochene Säulen und eine Decke mit mehreren ungewöhnlich großen Schwertern beherbergt. Gemäß der griechischen Mythologie war Damokles neidisch auf den Reichtum und die Macht von Dionysos und brüstete sich damit, dass Dionysos glücklich, glückselig und niemals von irgendeinem Unglück heimgesucht sei. Sehr zum Missfallen von Dionysos. Bei üppigen Festen, bei denen sie speisten, hängte Dionysos ein Schwert über Damokles Kopf und ließ es an einem kleinen, schwachen Faden baumeln, bereit herabzustürzen, wann immer Damokles sich beschwerte. Der karge, unheimliche Raum, den Lara betritt, birgt die gleiche Gefahr von zufällig fallenden Schwertern. Dann gibt es den Raum des Atlas, einen noch kleineren Bereich, der von einem verrosteten Gitter geschützt ist und eine steile Plattform, die oben einen Felsen, symbolisch für die Erde, beherbergt, bereit, jeden zu zerquetschen, der vor ihm steht.
Atlas war gemäß der Mythologie ein Titan, den Herakles dazu brachte, eine seiner 12 Aufgaben zu erfüllen, die Welt auf seinen Schultern zu tragen. Atlas war dazu verdammt, das Gewicht des Planeten für die Ewigkeit zu tragen. Lara schafft es jedoch, dem herabstürzenden Felsen auszuweichen und gelangt schließlich an den Atlas-Schlüssel. Dann haben wir noch den Raum des Thor. Thor ist ein nordischer Gott. Ein Fehler, den Toby Gard angesprochen und auch in der Neuauflage des Spiels von 2007 korrigiert hat. Thor führte den mächtigen Hammer Mjölnir und konnte Blitze als Waffe einsetzen, um seine Feinde zu besiegen. In diesem Raum wird Thors Schlüssel von gelenkten tödlichen Blitzen und einem gewaltigen Hammer geschützt, den Lara benutzt, um an die hohe Decke des Raums und schließlich an den Schlüssel zu gelangen. In der Neuauflage wurde dieser Raum umbenannt, und zwar in Hephaistos. Der Tempel des Hephaistos, der ihm in der Mitte von Athen gewidmet ist, zählt zu den am besten erhaltenen griechischen Tempeln. In der griechischen Mythologie ist dieser der Gott des Feuers, der Schmiedekunst und der Vulkane. Er ist einer der 12 olympischen Gottheiten und entspricht in der römischen Mythologie dem Gott Vulkanus. Zu guter Letzt gibt es den Raum des Neptun. Erneut handelt es sich hierbei nicht um eine griechische Gottheit, sondern um einen römischen Gott. Gard hat dieses Problem ebenfalls in der Neuauflage von 2007 angesprochen und behoben. In Tomb Raider Anniversary wurde aus diesem Raum der Poseidon-Raum. Neptun war der römische Herrscher über die Ozeane und sein Raum spiegelt die Gefahren wider, die mit diesem maritimen Gebiet einhergehen. Neptuns Schlüssel ist in einem ungewöhnlich tiefen und recht unheimlichen Pool versteckt. Lara muss bis zum Boden tauchen und wieder zurückkehren, ohne zwischendurch Luft zu holen. Der römische Gott Neptun hatte ursprünglich vermutlich die Zuständigkeit für fließende Gewässer, sprudelnde Quellen oder sogar das Wetter. Ab dem beginnenden 3. Jahrhundert vor Christus wurde er mit dem griechischen Gott Poseidon gleichgesetzt und somit auch als Meeresgott verehrt. Es bleibt jedoch eine gewisse Schwierigkeit, zwischen dem griechischen Poseidon und dem römischen Neptun zu unterscheiden. Sowohl Neptun als auch Poseidon werden als Götter des Meeres verehrt. Sie haben die Macht über die Ozeane und können Stürme auslösen oder beruhigen. Beide Götter haben eine enge Verbindung zu Pferden. Poseidon wird oft mit einem Streitwagen gezogen von Pferden dargestellt, während Neptun oft auf einem Meeresross reitet. Sowohl Neptun als auch Poseidon sind oft mit einem Dreizack bewaffnet, der als Symbol ihrer Macht über das Meer dient. Mit diesem Dreizack können sie das Meer kontrollieren und Erdbeben verursachen. Beide Götter werden als launisch und zornig beschrieben. Wenn sie wütend werden, können sie Stürme und Unwetter verursachen, die Seefahrer gefährden. Trotz aller Ähnlichkeiten sollte man sie aber nicht völlig gleichstellen. Nachdem Lara alle Schlüssel ergattert hat, steigt sie vorsichtig bis zum Boden des Raumes vom Anfang hinab und benutzt die Schlüssel, um das Tor zum Kolosseum zu öffnen. In Griechenland gab es keine Kolosseen wie das berühmte in Rom. Griechenland hatte seine eigenen Formen von Unterhaltungsstätten und Theatern, die für verschiedene Veranstaltungen genutzt wurden. Das bekannteste antike griechische Theater ist das Theater von Epidaurus, das für seine akustischen Eigenschaften berühmt ist. In Griechenland gab es auch andere Theater und Veranstaltungsorte, aber sie unterschieden sich von den römischen Kolosseen in ihrer Architektur und im Verwendungszweck. Die griechischen Theater wurden hauptsächlich für Theateraufführungen und kulturelle Veranstaltungen genutzt, während die römischen Kolosseen oft für Gladiatorenkämpfe und andere Veranstaltungen mit Tierkämpfen verwendet wurden. Aber gehen wir davon aus, dass St. Francis Folly genau wie die Meteora-Klöster in der griechischen Provinz Thessaloniki liegt, dann ist das gar nicht so weit hergeholt. Etwa im Jahr 300 nach Christus machte Kaiser Galerius Thessaloniki zu einer der kaiserlichen Residenzen des Römischen Reiches. Er ließ dort beeindruckende Gebäude errichten, darunter ein Kaiserpalast, eine Pferderennbahn neben dem Palast, den Galeriusbogen, also ein Siegesdenkmal, die Rotunde, ein Gebäude, das möglicherweise ein Mausoleum oder ein Pantheon war, ein Forum, eine Agora, also eine beeindruckende Säulenhalle mit prächtigen Relieffiguren, von der heute ein Teil im Louvre in Paris zu sehen ist, und ein Odeon, was so viel ist wie ein antikes Theater oder eine Konzerthalle. Also ist auch ein bisher unentdecktes Kolosseum an diesem Ort denkbar. Durch die Erkundung des zerstörten Amphitheaters gelangt Lara schließlich zur königlichen Loge, wo sie den Eingang zum Palast des Midas findet.
Hier erwartet Lara eine weitere Serie von antiken Rätseln. In einer großen Halle mit 5 Schaltern muss Lara die richtige Kombination einstellen, um 4 Türen zu öffnen. Hinter 3 dieser Türen findet sie je einen Bleibarren, von denen sich jeder in einer raffinierten Todesfalle verbirgt. Sobald diese Blöcke gesammelt sind, kann die Hand der Statue des Midas auf dem Boden verwendet werden, um die Blöcke in Gold zu verwandeln. Midas kommt aus der griechischen Mythologie. Gemäß der Legende sollen Ameisen Weizenkörner in den Mund von König Midas gelegt haben, während dieser schlief und als dieser noch ein Kind war. Dadurch wurde ihm prophezeit, dass er eines Tages sehr reich werden würde. Es gibt zahlreiche antike mythische Geschichten, die Midas Gier und Dummheit beleuchten. Eine dieser Geschichten handelt von seiner Habgier. Midas wollte so klug wie Silenos der Lehrer des Dionysos werden. Um dieses Ziel zu erreichen, dachte er, es würde ausreichen, Silenos gefangen zu nehmen. Midas stellte ihm eine Falle, indem er Wein in eine Waldquelle mischte, aus der Silenos trank und betrunken einschlief. Dionysos, der seinen alten Lehrer vermisste, suchte Hilfe bei König Midas, um Silenos freizulassen. Midas forderte Dionysos auf, ihm einen Wunsch zu erfüllen, als Gegenleistung für die Freilassung von Silenos. Midas Wunsch war, dass alles, was er berührte, zu Gold werden sollte. Dieser Wunsch wurde ihm buchstäblich gewährt und alles, was Midas berührte, verwandelte sich in Gold, einschließlich Lebensmittel und Getränken, wodurch er fast verhungerte. Verzweifelt bat er Dionysos, diese Gabe zurückzunehmen. Dionysos schlug vor, dass Midas in einem Fluss baden sollte, damit die Gabe auf den Fluss übergeht und Midas zum Besitzer des goldreichsten Flusses in Kleinasien wird. Midas folgte diesem Rat und Dionysos hielt Wort, sodass Midas von dieser verhängnisvollen Zauberkraft befreit wurde. Springt Lara auf die Hand von Midas, wird sie ebenfalls zu Gold. Das tut sie jetzt aber nicht, sondern verwandelt einfach nur die 3 Bleibarren in Gold. Diese 3 Goldblöcke ermöglichen ihr nun den Zugang zur Zisterne. Das Wort Zisterne kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie unterirdischer Wasserbehälter. In Regionen mit unregelmäßigem Niederschlag und begrenztem Zugang zu Grundwasservorkommen werden Zisternen oft als Auffangbehälter für die Speicherung von Wasser in Haushaltssystemen oder kleinen Gemeinden genutzt. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Regenwasser oder Oberflächenwasser zu sammeln und zu speichern. In Gebieten, die von Trockenperioden und felsigem Untergrund betroffen sind, hängt die gesamte Wasserversorgung von Zisternen ab. Und ohne ihren Bau wäre eine Zivilisation in solchen Regionen kaum möglich gewesen. Die Verwendung von Regenwasser als Trinkwasser birgt Herausforderungen. Es gelangt normalerweise mit Verunreinigungen wie Vogelkot, Blättern, Staub und anderen Schadstoffen in die Zisterne, entweder ohne jegliche Behandlung oder mit minimaler Vorbehandlung. Selbst bei der Nutzung als Nutzwasser kann es zu Geruchsproblemen kommen, da organische Substanzen in der Zisterne faulen können. Warum ich euch das erzähle? Damit ihr euch vorstellen könnt, wie es hier stinkt. Lara muss nun einige Schlüsse finden, wodurch sie schließlich die Zisterne verlassen kann und sich weiter in Richtung des Grabes von Teokan machen kann, welches unter der Zisterne versteckt liegt. Dort findet sie wieder 3 Schlüssel und arbeitet sich weiter zum Grab vor, wo sie schließlich Pierre das 2. Stück des Kions und den 4. Schlüssel abnimmt. Hier liegt jetzt also nicht nur Teokan, sondern auch Pierre. Neben dem Eingang von Teokans Grab stehen 2 Zentauren, die das Gewölbe vor Eindringlingen schützen und mit denen sich Lara jetzt ebenfalls anlegt. Teokans Sargraum ist mit einem Fresko geschmückt, das die Tragödie von Atlantis und Teokans Kampf um die Herrschaft darstellt. Er starb ohne Kinder und gab sein Wissen nicht weiter. Nachdem sie nun 2 Drittel des Skions erhalten hat, kombiniert Lara sie und wird sofort von einer Vision der letzten Tage von Atlantis getroffen. Neben Visionen der 3 atlantischen Herrscher und der Zerstörung ihrer Zivilisation sieht sie auch den Ort, an dem der letzte Teil des Skions verborgen ist. Sie macht sich auf den Weg nach Ägypten in die Wüste. In der Wüste Ägyptens findet sie den verlorenen Eingang zur Stadt Kamun in Fels gemeißelt und begibt sich auf die Suche nach dem letzten Stück des antiken Artefakts. Zunächst muss sie dafür mal wieder einen Schlüssel finden und damit die Sphinx öffnen. Als Nadla in New Mexico in den Kälteschlaf versetzt wurde, wurde ihr Teil des Gions beschlagnahmt. Qualopec und Teokan begruben es hier unter dem wachsamen Auge der Sphinx tief in der Stadt Kamun. Die Sphinx hatte im alten Ägypten eine große kulturelle und religiöse Bedeutung. Sie wurde als ein mächtiges Symbol der Wächterin und Beschützerin angesehen. Die Sphinx vereinte Löwenkörper und den Kopf eines Pharaos und verkörperte somit die königliche Macht und Autorität.
Sie stand oft am Eingang von Tempeln und Grabanlagen, um den Zugang zu schützen und böse Geister abzuwehren. Das berühmteste Beispiel ist die große Sphinx von Gizeh, die mit dem Gesicht von Pharao Chephren versehen ist. Zusätzlich zu ihrer Schutzfunktion symbolisierte die Sphinx auch Weisheit und Rätselhaftigkeit des alten Ägyptens, da sie die Rätsel und Mysterien bewachte, die das Jenseits umgaben. Lara öffnet mit einem Hebel einen Katzentempel, durchkämpft und durchklettert diesen und entdeckt schließlich den Schlüssel für den Ausgang bei der Sphinx, wodurch sie zum Obelisk von Khamun gelangt. Auch hier muss sie zunächst einen weiteren Schlüssel finden und so den nächsten Bereich öffnen. Dann entdeckt sie 4 Hebel, natürlich versteckt hinter zahlreichen Fallen, um damit je eine der Zugbrücken um den Obelisken von Khamun herum herabzulassen und so 4 Artefakte zu finden. Das Auge des Horus, einen Skarabäus, ein Ankh-Kreuz sowie das Siegel des Anubis. Horus war eine mächtige Figur der ägyptischen Mythologie, der als Gott des Himmels und der Könige verehrt wurde. Er wurde oftmals mit einem Falkenkopf dargestellt und war Sohn von Osiris und Isis. Horus spielte eine zentrale Rolle in dem Osiris-Mythos, indem er Rache an Set, dem Mörder seines Vaters, nahm und so die Ordnung wiederherstellte. Die ägyptischen Pharaonen wurden oft als Reinkarnationen von Horus angesehen, was seine Bedeutung für die ägyptische Kultur unterstreicht. Skarabäen hatten eine große symbolische Bedeutung. Diese Käfer, oft auch als Mistkäfer bezeichnet, wurden mit der Sonnenkugel assoziiert und galten als Symbol für Wiedergeburt und Transformation. Sie wurden oft als Amulette getragen, um Glück und Schutz zu bringen, und man glaubte, dass sie böse Kräfte abwehren konnten. Skarabäen wurden auch in die Mumienbinden der Verstorbenen eingewickelt, um ihnen Schutz auf der Reise ins Jenseits zu gewähren. Ihre kreisförmige Form und die Assoziation mit der Sonne betonten die Idee des ewigen Lebens und der Auferstehung im ägyptischen Glauben. Auch das Ankh-Kreuz hat eine tiefe symbolische Bedeutung. Es wurde oft als das Lebenszeichen bezeichnet und galt als mächtiges Symbol für das ewige Leben und die Unsterblichkeit. Das Ankh-Kreuz sieht aus wie ein T-förmiges Kreuz mit einem Henkel in der Form eines umgedrehten Ts oder einer Schleife an der Spitze. Diese Schleife wurde oft als Symbol für das Leben und die Lebenskraft interpretiert. Das Ankh wurde oft von Göttern und Pharaonen in Darstellungen und Hieroglyphen getragen und war ein wichtiges Element in der ägyptischen Kunst und Kultur. Es wurde auch als Schutzamulett getragen, um Gesundheit und Glück zu bringen. Im religiösen Kontext repräsentierte das Ankh-Kreuz die Vereinigung von Leben und Tod und wurde häufig in Grabschriften und Malereien verwendet, um die Hoffnung auf ein ewiges Leben im Jenseits auszudrücken. Anubis war wiederum eine wichtige Gottheit im alten Ägypten, bekannt als der Gott der Toten und der Mumifizierung. Er wurde oft als Mensch mit einem Schakalkopf dargestellt. Anubis spielte eine entscheidende Rolle im Prozess der Totenriten und der Mumifizierung. Er führte die Seelen der Verstorbenen ins Jenseits und wachte über den Prozess der Einbalsamierung, um sicherzustellen, dass der Körper für das Leben und nach dem Tod vorbereitet wurde. Anubis war eine schützende und tröstende Präsenz für die Verstorbenen. Mit diesen 4 Artefakten kehrt sie zum Hauptgebiet von Khamun zurück, um sie dann an der Säule am Beginn einzusetzen, um die Türen zum Heiligtum des Gion zu öffnen. In einer Höhle mit einer weiteren Sphinx muss Lara nun 2 Türen öffnen und dahinter je ein Ankh-Kreuz finden, um so die Tür in der Sphinx zu öffnen. Dahinter findet sie schließlich einen weiteren Skarabäus und erreicht so den letzten Raum mit dem 3. und letzten Stück des Gions. Vorher trifft sie aber ein letztes Mal auf Larsen, der immer noch für Nadler arbeitet und auch immer noch nach Lara und dem Skion sucht. Nachdem Lara der Stadt Khamun entkommen ist, wird sie von Nadler und ihren 3 Schergen überfallen. Diese hat Nadler mit Bedacht ausgewählt. Einen Skater, einen Cowboy und einen Kahlkopf. Sie stehlen Lara den vollständigen Skion und all ihre Waffen, aber sie schafft es waghalsig zu entkommen, bevor sie sie töten. Ihr gelingt es, Nadler einzuholen, die auf ihrem Luxusboot abreist. Mit einem riskanten Manöver schafft Lara es, sich auf dem Boot zu verstecken, schläft aber erschöpft ein und wacht erst in Nadlers Bergbauanlage wieder auf. Unter dem Deckmantel von Nadler Technologies handelt es sich hierbei um Nadlers umfangreiche Bergbaustätte, deren eigentlicher Zweck darin besteht, die große Pyramide von Atlantis freizulegen. Immer noch ohne Waffen betritt Lara die Mine oder im Deutschen die Katakomben. Viel Ähnlichkeit mit einer Begräbnisstätte hat dieser Schauplatz allerdings nicht.
Nun muss sie 3 Sicherungen finden, ihre Waffen zurückbekommen, den Cowboy erledigen, den Skaterboy zur Strecke bringen und den Kahlkopf kalt machen. Zu guter Letzt muss sie sich dann noch auf die Suche nach dem Pyramidenschlüssel begeben, um die Atlantische Pyramide dann endlich betreten zu können. Dort muss sie sich auf dem Weg an die Spitze der Pyramide machen. Die Pyramide ist aber kein wirkliches Bauwerk, sondern eher ein eigener lebender Organismus voller atlantischer Mutanten. Auf ihrem Weg trifft Lara auf den Doppelgänger und muss einen Weg finden, diesen zu besiegen. Der Doppelgänger, auch von Fans wegen seines Aussehens als Bacon Lara bezeichnet, ist eine atlantische Kopie von Lara, die von Nadler erschaffen wurde. Der Doppelgänger hat das rote, haarlose Aussehen aller atlantischen Mutanten, ist aber eindeutig weiblich. Er imitiert Laras Bewegungen genau wie ein Spiegelbild. Er ist nicht aggressiv und kann nicht auf herkömmliche Weise getötet werden, da jeglicher Schaden, den er erleidet, auch Lara zugefügt wird. Das heißt, wenn der Doppelgänger von Laras Schusswaffen getötet wird, stirbt auch Lara. Es gibt Unterschiede zwischen Lara und der atlantischen Kopie. Eine ist, dass Bacon Lara keine Ausrüstung hat, wie Waffen oder einen Rucksack. Er hat weder Haut, noch trägt er Kleidung oder Schuhe. Lara schafft es, das atlantische Wesen zu überlisten, indem sie ihn in eine mit einer Falltür bedeckte Lavafalle lockt. Die echte Lara setzt ihren Weg fort und erblickt schließlich eine rotierende Maschine, in deren Mitte der Skion schwebt, den Lara natürlich zurückhaben will. Als sie sich nähert, erscheint ihr erneut eine Version des alten Atlantis und Nadlers Verbannung und Versiegelung im Kälteschlaf. Schließlich erscheint Nadler höchst selbst, die Lara erzählt, dass sie die Armee von Atlantis wiedererwecken will. Das gefällt der Archäologin allerdings gar nicht. Sie stößt Nadler von einer Kante hinab in die Tiefen der Pyramide, in den schwarzen Abgrund und kann sich nur knapp selbst retten. Erschöpft zieht sie sich den Vorsprung hinauf, den sie gerade noch so erreicht hat. Lara muss sich nun einem beinlosen Mutanten stellen. Ein riesiger, fleischiger, beinloser Torso eines Monsters mit Armen und Kopf. Die Kreatur ist enorm und sie bewegt sich, indem sie sich schleift, was sie langsam und umständlich macht. Dies wird jedoch mehr als ausgeglichen durch ihre Stärke und Ausdauer. Sie ist problemlos in der Lage, Lara zu töten, indem sie sie packt und sie auf den Boden schleudert oder sie von dem Abgrund stößt, was zu einem Sturz die gesamte Hauptkammer hinunter in eine Magmapfütze nach unten führt. Lara besiegt die Kreatur schließlich, woraufhin sie explodiert und ihre Körperteile sich über die gesamte Kammer verteilen. Danach folgt die Rückkehr zur Plattform mit dem Skion durch mehrere fleischige, atmende und steinernde, pulsierende Gänge. Eine Art letzter Hindernisparcours, bei der sie zahlreichen verschiedenen Fallen ausweicht, wie etwa Spieße, Pfeilwerfer, herabstürzende Felsen, auslaufende Lava, schwingende Klingen und so weiter. In einer letzten riesigen Kammer tritt Lara gegen Nadler höchst selbst an, die den Sturz in der Pyramide offenbar überlebt hat. Nachdem die atlantische Königin besiegt ist, kann Lara bis ganz nach oben in dem Raum klettern und durch den Tunnel hinausrutschen. Sie entkommt der Pyramide und rettet sich ins Wasser, während das antike Bauwerk in Flammen aufgeht und kurz danach explodiert. Mit Nadlers Boot fährt Lara davon, während eine weitere Explosion die Insel, auf der sich gerade noch die Pyramide befand, im Meer versinken lässt. Während ihrer Abenteuer hat Lara bereits viele atemberaubende Orte auf der ganzen Welt bereist. Aber genauso faszinierend ist auch ihr eigenes Zuhause, das Croft Manor. Dieses riesige Anwesen befindet sich in Surrey in England. Wenn man außer Acht lässt, dass Surrey etwa 1 Million Einwohner hat, ist Lara quasi die Nachbarin von Harry Potter und den Dursleys. Denn diese leben ebenfalls in Surrey, in der fiktiven biederen Kleinstadt Little Winging im Ligusterweg. Das Croft Manor dient seit Generationen als Heim für Laras Familie. Die Familie erhielt die Rechte an dem Anwesen von König Edward VI. Im Jahr 1547. König Edward VI. Wurde am 12. Oktober 1537 geboren und bestieg als 9-Jähriger den englischen Thron und wurde so König von England und Irland von 1547 bis zu seinem Tod 1553. Er war der einzig überlebende, legitime Sohn von König Heinrich VIII. Und setzte während seiner Regentschaft protestantische Reformen durch, bevor er im Alter von 15 Jahren starb. Ihr Anwesen verdanken die Crofts also der weisen Entscheidung eines Kindes.
Laras prächtiges Zuhause wurde von Toby Gard an nur einem Wochenende zusammengeschustert und basierte auf dem tatsächlichen Gebäude, in dem Chordesign seinen Hauptsitz hatte. Aufgrund der Zeitbeschränkungen konnten die Außenbereiche von Laras Zuhause nicht mit einbezogen werden. Deshalb zeigt Lara fürs Erste nur den inneren Bereich ihres Zuhauses. Die Bibliothek, ein Musikzimmer, die Eingangshalle, die mit Matten und Kisten gefüllt ist, auf denen Lara trainieren kann, den Ballsaal und das Schwimmbad. Und auch hier ließen die Entwickler nicht außer Acht, woher viele ihrer Inspirationen kamen. Denn direkt an Laras Haustür steht die Bundeslade. Ein Artefakt, nach dem auch schon Indiana Jones gesucht hat.